Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Euer Whiskey ist wieder hier am Start. Was gibt's denn heute zum Unboxen? Ja, ihr seht's schon am Titel. Ich habe mir die Razer Ripsaw bestellt. Das soll eine ziemlich gute TV-Karte sein. Und das Ganze werden wir jetzt auspacken. Und ich werde das jetzt auch ein bisschen verschnellern. Das Paket ist jetzt gerade von Hermes angekommen. Und ja, ich würde sagen, wir packen das direkt mal aus. Ausgepackt haben wir das Ganze. Ich hoffe, das kann man jetzt auch etwas erkennen. Ja, ich denke, das erkennt man sehr gut. Razer Ripsaw Gaming Capture Card, Freunde. Der Preis liegt zwischen 100 und 115 Euro bei Amazon. Und wollen wir doch mal sehen, was hier drin ist, Freunde. So, dann müssen wir auch machen mit einem kleinen Messerchen. Müssen wir ein bisschen nachhelfen, wenn es mal schneiden würde. So. Machen wir alles schön und sauber auf. Das Messer kann jetzt erstmal weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, was wird denn alles hier mitgeliefert? Hier haben wir schon mal, na, ich hoffe, das sieht man, ein kleines, ich sag mal, Infoblatt. Like use on Facebook at www.facebook.com/Razer. Follow on, wie sollen sie followen? Auf Twitter und subscribe auf YouTube. Werden wir wahrscheinlich dann auch gleich machen. Kommt drauf an, wie die Qualität ist, ne? So, das packen wir nochmal erstmal weg. Dann kommt das nächste. Jetzt kommt das größte und zwar hier, meine Freunde. Die Razer Ripsaw. Schön eingepackt in einer Folie sozusagen. Ist eine externe TV-Karte. Ich habe mir überlegt, eine externe TV-Karte zu holen, weil ich keine interne jetzt verbauen möchte. Liegt einfach daran, dass ich auch schon so wenig Platz an meinem PC drin habe. Momentan ist eine GTX 1060 verbaut und dem schon einiges an Platz weg. So, das hatten wir jetzt auch ausgepackt und hier haben wir das gute Schmuckstück, Freunde. Hier sieht man nochmal das Razer-Logo drauf. Ich hoffe, das sieht man jetzt ganz genau. Wenn ich das so halte, müsste man das sehen. Hier haben wir einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang, Freunde. Dann den USB 3.0 und dann der Zusatzstrom, der benötigt wird. Hier haben wir nochmal eine kleine Information vom Razer Ripsaw. So, und hier vorne ist dann praktisch die LED, die dann, ich glaube, in verschiedenen Farben leuchtet. Ich glaube aber, grün ist aktuell die Farbe, die eingestellt ist. Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher. Ich habe mir ein paar Reviews angeguckt, aber das werden wir jetzt selber sehen. Dann ist das hier nochmal hier mit Kunststoff oder Schaumstoff nochmal verpackt oder reingelegt. Dann haben wir hier, Freunde, nochmal ein kleines Büchlein. Und was haben wir noch? Tja, wir haben hier auch nochmal Razer-Aufkleber, Freunde. Könnten wir irgendwo am PC zum Beispiel kleben. Und das Benutzerhandbuch der Razer Ripsaw. Ich hoffe, das sieht man jetzt ganz genau. So, da kann man nochmal anschauen, wie man das Ganze reinstöpselt. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Und dann, Freunde, gibt es hier alle Kabels, die man braucht. Also alle Kabel, die man benötigt, werden mitgeliefert. Hier zum Beispiel das Komponentenkabel für eine PS3 oder zum Beispiel PS2 kann man auch aufnehmen. HDMI-Kabel, Stromkabel, USB 3.0 und nochmal ein HDMI-Kabel. Also das hier ist, glaube ich, der... Ah, das ist kein HDMI-Kabel, sondern das ist das Komponentenkabel der PlayStation 2. Gibt aber auch zum Beispiel von der Wii oder sowas auch, sowas ähnliches. Hier steht Komponent AV Multicable, also das wird es sein. Das nächste, Freunde, ja, die Kabel haben wir alle da. Ausgepackt ist es. Preis liegt zwischen 100 und 115 Euro. Ich habe jetzt 114 Euro nochmal was bezahlt. Gestern bestellt, heute angekommen per Hermes. Hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Aber okay. So, wir sind jetzt dann mit dem Unboxing sozusagen fertig. Und ich werde das Ganze jetzt anstöpseln und wir werden mal testen, wie die Qualität so ist. Und beziehungsweise wie das angeschlossen ist und wie das dann in OBS aussieht, weil das ist ja allgemein nur für Streaming gedacht, sozusagen. Also nicht nur für Streaming, sondern man kann auch aufnehmen in 1080p, 60 FPS. Das werden wir jetzt gleich machen, Freunde, und wir sehen uns gleich. So, Freunde, wie ihr seht, ist das Ganze angeschlossen. Das ist mein Hauptmonitor hier. Und wir vergleichen mal ganz kurz die Reaktionszeit. Ihr seht, es bewegt sich gleich. Also laut der Beschreibung soll das auch 0, also 0 Millisekunden Reaktionszeit sein. Also haargenau gleich. Ihr seht es selbst in OBS. Es hat ein bisschen gedauert.
Und zwar will ich euch noch ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr so einen USB-Erweiterungsstick habt, also wo ihr mehrere USBs an eurem PC anschließen könnt, verbindet dadurch eure RIP-Saw nicht, weil das funktioniert dann nicht. Da kommt da entweder kein Bild oder hier wird alles grün angezeigt, das ist scheiße. So, in OBS müsst ihr ganz einfach hier unten draufklicken, auf Videoaufnahmegerät und dann auf Videoaufnahmegerät hinzufügen, einfach einen Namen dann dazu geben, habe ich ja gemacht. Dann machen wir Eigenschaften, auf Video konfigurieren und das sollte alles dann so auf Standard sein, Freunde, das ist sehr wichtig. So, da könnt ihr noch Einstellungen vornehmen und hier unten macht ihr statt Auflösung Typ FPS bei Geräte Standard, macht ihr auf Benutzer definiert und stellt es auf 1920x1080 ein. Der Rest könnt ihr lassen, wie es ist. Und das ist auch das ganze Hackmeck. Ach ja, ganz wichtig noch, damit ihr den gleichen Sound habt, damit ihr jetzt zum Beispiel euren Sound auf dem PC abspielen könnt, müsst ihr hier unten bei Audio-Ausgabe-Modus Audio-Ausgabe auf dem Desktop Wave Out auswählen, Freunde. Dann habt ihr auch den Sound von eurer PS4 auf eurem PC. Tja, Freunde, das ist eigentlich alles, was ihr beachten müsst. Und ja, eine klare Kaufempfehlung von mir, Freunde. Die Qualität lässt jetzt mal. Schauen wir jetzt mal, wie es ist bei der Aufnahme. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Euer Whiskey verabschiedet sich.